Ribaru und willkommen heute zum FAQ-Info-Video zur sechsten Season der VDL-VGC-Draftliga. Ja, wir sind tatsächlich schon in der sechsten Season angekommen. Ich komme nicht über das 6 hinweg. Egal. Sechste Season, 6. Machen wir Season 6 draus. Der VDL und wir sind relativ zeitnah angeknüpft an die fünfte. Woran liegt das? Vielleicht, weil es uns darüber hinaus nicht viel im VGC Draft Liga Kosmos gibt aktuell, mit dem wir uns beschäftigen könnten. Insofern haben wir uns gedacht, let's go, nächste Season. Das englische Pendant zur VDL macht es ja quasi auch so. Die sind durch schon, also wir sind anderthalb oder zwei Jahre eher dran gewesen und sind jetzt nur sechsten, die sind glaube ich auch bereits in der sechsten Season. Insofern, why not? Ich versuche mich heute kurz zu fassen, ich sag's euch. Das Video dient quasi zur Abrundung, worum es in der sechsten Season geht, was die Besonderheiten sind und genau, also im Endeffekt, was ihr als Teilnehmer erwarten dürft. Was hat sich geändert vielleicht zur fünften Season? Was ist diesmal komplett anders und warum ist das so? So quasi ein kleiner Insight und Verständnis. Frage kann man nicht sagen, aber zur Verständigung einfach. Verständnis zur Aufklärung. Es ist ein Aufklärungsvideo. Wir machen heute Aufklärung. Deswegen switchen wir jetzt gleich mal den Screen und kommen quasi. Oh, hier tut mir nicht. Hallo. Kommen wir zum Ablauf. Und zwar. Also in der sechsten Season wird es eben so sein, dass wir, zumindest peilen wir das an, 24 Spieler haben werden, die wir in zwei Gruppen, also zwei Divisions aufteilen. Das ist der Plan. Müssen wir jetzt eben sehen, wie sich die Anmeldungen so vertun. Angenommen, wir kriegen bloß 16, dann gibt es halt eine Division, dann dauert das allerdings ein bisschen länger. Also meine Hoffnung wäre eben zwei Divisions, 12 Teilnehmer logischerweise. Dann logischerweise hat man dann 11 Spielwochen, wenn man die Vorrunden so sieht, damit jeder mal in jeder Gruppe gegeneinander gekämpft hat. Und 13 in Summe. Das liegt aber einfach daran, weil wir der Gummispiel zu keine Playoffs mehr haben, sondern ein anderes System. Prinzipiell ist es so, dass jeder Spieler sich 10 Pokémon für seinen Kader zusammen draften kann. Dieses wird stattfinden in einem, jetzt habe ich hier mit F geschrieben, hast du gut gemacht, im Live-Draft. Also das heißt, wir haben keinen Slow-Draft für den Hauptdraft. Den Slow-Draft wird es quasi ein Mo geben für die Redraft. Das handhaben wir so wie in jeder anderen Season davor. Und genau, für den Live-Draft, also für den Hauptdraft wird es quasi ein Live-Draft geben. Daran anknüpfen werden sich 3 Redrafts, das werdet ihr dann schon nochmal in der Timeline sehen, wann die kommen. Und für diese Redrafts habt ihr in Summe für die ganze Season 5 Redraft-Picks. Ich wollte erst 4 machen, dann bin ich auf 6 gekommen und dann dachte ich mir, die Mitte 5 ist gut. Der Hintergrund, warum wir es ein bisschen reduziert haben im Vergleich zum Beispiel zur 5. Season, ist einfach, die Struktur, wie die Tiers diesmal sind, quasi wird dazu führen, eigentlich, dass es ausgeglichenere Teams geben müsste und dass man im Endeffekt sich nur Redraft Picks holt für zum Ausgleich oder zum Balancing für kommende Matchups. Im Summe will ich halt vor allen Dingen verhindern, dass es wie letzte Season war, sich einfach jemand einen komplett anderen Draft-Kader zusammenbastelt. Da soll ja im Kern trotzdem so sein, wie man es gedraftet hat. Man soll im Endeffekt nur Justierungen vornehmen können, um den ein bisschen anzupassen an potenzielle Matchups. Deswegen nur 5 Redraft-Picks. Also wenn man so will, hätte man in Summe für die ganze Season 15 Draft-Picks, wenn man es hochrechnet. Genau, es ist eine Wi-Fi-only Liga, die auf Schattenschild ausgetragen wird. Aktuell ist der Stand quasi, ne? Also No Showdown.
auch nicht mal unbedingt als Ersatz, also schon ist eigentlich gar keine Lösung, nur Wi-Fi. So, das mal zu diesem netten Ablauf. Gehen wir mal zum nächsten. Und zwar, wir werden, also es gibt diese Season nicht direkt Tiers, also es ist, man könnte es zwar Tiers nennen, aber es ist nie wie man Tiers kennt. Also normalerweise sind ja Tiers, also Draft League in Tiers aufgegliedert, indem man die Picks machen kann. Und die Tiers sind im Endeffekt deklariert durch die Stärke der Monster, die da drin vorkommen. Na, S-Tier ist dann, oder Tier 1 sind dann die stärksten und besten. Und D-Tier oder Tier 4, whatever, wie viele Tiers auch immer existieren, ist quasi the waste. Also nur Trash, ich will nicht sagen nur Trash, aber sind vor allem die Mons, die in der Regel eher weniger gut sind, vor allem für den Draft-Format. Deswegen haben wir uns hier Season gedacht, machen wir mal was anderes, dass wir uns auch ein bisschen abheben können, auch dass die Teilnehmer was anderes erleben. Und zwar, wenn man sich den Teamprozess denkt, wie man ein Team zusammenbaut, dann basiert das normalerweise auf bestimmten Säulen. Das macht man ja in der Regel in einem Draft sowieso, dass man aus den Tiers guckt, dass man sich die Säulen zusammenbaut. Problem ist, vielleicht schafft das nie jeder, in einem Draft, wenn man vielleicht auch gesniped wird, einen Ersatz zu finden, und dann hat man vielleicht einen unausgeglichenen Kader. Deswegen sagen wir, ich zeige euch auch gleich, wie das ausdefiniert ist, sagen wir uns, wir gehen mal quasi auf die Basis zurück. Wie sollte ein Team denn aufgebaut sein? Vor allen Dingen in einem VGC-Draft, ne? Meta, das sollte man noch dazu im Kopf haben. Man könnte sich ja theoretisch sonst sich nur Hyper-Offense machen, zum Beispiel. Du hast halt nur Mons, die hart ballern, aber du hast dann überhaupt keine Defensive im dümmsten Fall und keinen Support. Das ist in dieser Form jetzt nie mehr so gut möglich. Also wir haben insgesamt 8 Klassen in Klammern, und eigentlich sind es 7, denn die 8. Klasse, zeige ich gleich, die ist quasi eine freie Klasse. Die wird im Endeffekt bedeuten, man kann sich aus den anderen 7 Klassen eins rauspicken, wobei das auch nicht ganz richtig ist, weil man aus 6 dann davon picken kann. Seht aber gleich. Es gibt quasi eine Champion-Klasse, die ist für jeden safe. Also die kann jeder frei sich raussuchen aus dieser Klasse, welche man erpicken will, und die ist safe. Das kann halt auch bedeuten, dass man existiert dann wirklich 12-mal. Bin ich ehrlich, wird nie passieren, aber theoretisch ist es möglich. Das heißt, insgesamt sind diese Klassen mehr rollenorientiert. Das heißt, was für eine Funktion hat dieses Mann im Team oder im Kader, und nicht mehr tierorientiert. Insgesamt haben wir Klassen Champions. Das ist die Klasse, ne, die man frei wählen kann. Ihr findet auch in der Videobeschreibung quasi das Doc. Und da könnt ihr euch die Klassen nochmal angucken, was da alles für Mons drin enthalten sind. Champions sind quasi Pseudo-Legendaries. Das sind quasi die stärksten Mons, die wir hier draften können. Das heißt, alle Pseudos, die es gibt, sind ja 9 an der Zahl. Da kann man sich frei auswählen, wenn man pickt. Und man muss quasi am Anfang des Live-Drafts in der ersten Runde, das wird natürlich auch per RNG ausgelost, wer seinen Pick macht, weil dann auch wieder strategische Komponenten zu tragen kommen. Diesmal ist es so, dass lustigerweise der den Last Pick hat, strategisch betrachtet den größten Vorteil daraus ziehen kann. Aber ja, und die Klassen müssen auch gepickt werden. Also ihr könnt jetzt auch nicht sagen, loop, ich pick jetzt keinen Tank zum Beispiel. Also wir haben Champion, Hero, Fighter, Wizard, Cleric, Rogue, Ranger und Tank. Diese sehen dann ungefähr zum Beispiel so aus. Champion ist klar, sind alle Pseudo-Legendaries, BST 600, das heißt in der Regel overall sehr gute Stats, sehr flexibel, vielleicht auch einsetzbar. Gibt es auch immer eine genaue Beschreibung, welcher Champion was jetzt besonders gut kann. Hero, wie schon gesagt, ist eine quasi eine Joker-Klasse. Man kann sich dann frei aus allen anderen Klassen außer Champion einen Mon rauspicken,
quasi als Ergänzung zum Kader oder vielleicht zur Ergänzung zum eigenen Spielstil. Dann Fighter ist quasi eine Klasse, die hat einen Mindest-Base-Attack-Stat von 115 physischen Angriff. Da gliedern sich dann halt die Monster unter. Es kann natürlich so sein, es gibt natürlich Mons, die würden sich in mehrere Klassen wiederfinden. Da wir das aber nicht wollen, weil es auch zu viel Chaos verursacht, haben wir wirklich geschaut bei der Klassenbildung, dass ein Mon seinen normalen Zweck einfach nachgehen kann. Also wenn es ein Mon gibt, was halt offensiv sehr stark wäre, aber es wird vielleicht eher im Meta als Supporter eingesetzt, dann haben wir es eben dort eingesetzt, wenn die Sets das zugelassen haben. Also es wird da ja keine perfekte Zuordnung geben, aber sie ist, finde ich, so wie sie jetzt ist, sehr gut. Das heißt, jeder sollte Mons finden. Man muss sich quasi einen Champion picken, einen Hero, einen Fighter, einen Wizard. Wizard ist quasi das Gegenstück zum Fighter, nämlich der ist physisch, Wizard ist speziell, wobei hier der Base-Stat 105 ist, damit so Mons wie Rotom auch in die Wizard-Kategorie fallen, weil ja, muss man sagen, Rotom schon hauptsächlich auch offensiv mitgenutzt wird, ne? Weil es hat ja auch Nasty-Plot und so, ne? Da kannst du halt verschiedene Sachen mitmachen. Der ist halt ein Wizard. So als Beispiel. Cleric erklärt sich vielleicht auch von selber, sind hauptsächlich die Supporter, die aber gleichzeitig auch entweder die Defensive deiner Mons steigern können, zum Beispiel durch Screens, oder Heilung erzeugen können, wie zum Beispiel hier Ribombee mit Pollenpuff. Oder hier Pulse oder Live-Do, die vielleicht Leech ziehen können und zusätzlich Screens können und so weiter. Also es sind hauptsächlich Mons, die eher passiv agieren und supporten können. Das heißt natürlich nicht, dass die Mons nie auch offensiv eingesetzt werden können. Also Ribombee kannst du ja durchaus auch als Special Attacker einsetzen. Aber ihre Kernkompetenz ist quasi das Supporten und vor allen Dingen vielleicht auch das Heilen. Ne? Dann haben wir Rogue. Bei Rogue ist es so, die sind hauptsächlich dafür da, schnell zu agieren. Und in der Regel, also schnell agieren, gut anchippen oder killen, sind aber auch in der Regel sehr frail. Wie man jetzt hier sieht, Inteleon hätte man natürlich auch easy peasy der Wizard-Klasse zufügen können. Aber in dem Fall ist es so, dass Wizards im Hauptkern nie unbedingt schnell sein müssen. Die müssen halt ballern können. So, auf spezieller Seite können aber auch gut mal was tanken. Inteleon zum Beispiel tankt nichts, der kann natürlich auch Screens in Screen setzen zum Beispiel oder auch supporten. Aber im Kern ist er vor allen Dingen schnell. Also Rogue muss ja nie ballern, aber der muss vor allen Dingen schnell agieren können. Und das ist die Kernkompetenz der Rogue-Klasse, dass du ein schnelles Mann dabei hast. Hier haben wir uns auf dem Base-Stat von 105 als Minimalwert fokussiert, weil ich hatte erst 115 oder ja, aber das war dann so, dass es zu wenig Mons am Ende in der Klasse gibt. Tatsächlich. Na klar, könnte man jetzt sagen, es gibt ja noch Tailwind und Icy Wind und sowas. Ja, aber auch da müsst ihr einen Rogue den im besten Fall schnell setzen können, außer man hat Prankster. Insofern ist die Rogue-Klasse quasi die schnelle Klasse. Ne? Ranger ist quasi eine Klasse, die, jetzt haben wir hier exemplarisch einfach mal Flygon und Kingdra, die relativ ausgeglichene Base-Stats haben, in aber nichts so wirklich super sind. Nehmen wir da zum Beispiel Ditto oder auch von mir das, wie heißt das Ding? Diese Eiskugel da. Also die halt entweder in allen Stats gleich sind oder wo quasi die Stats-Abfallquote relativ, naja, gleich ist oder die Kernkompetenz, die es mitbringt, relativ even ist. Also relativ gleicher Spezialangriffswert, Angriffswert und Speedwert oder so. Nichts besonders gut, relativ ausgeglichen, ne? Die Balance-Klasse könnte man auch sagen. Und von mir aus dann, wenn es einen Angreifer gäbe, zum Beispiel, der eigentlich ganz guten Angriff hat, aber halt unter den Mindestwert fällt, zum Beispiel bei Fighter 115 Attack, Wizard 105 Special Attack und so weiter, dann, wenn er drunter liegt, dann ist es halt automatisch ein Ranger im Quasi-Fall. Davon kann man, wie gesagt, zwei picken. Nicht kann, muss man. Man muss zwei picken. Man könnte theoretisch sogar drei picken, wenn der Hero Pick aus der Ranger Klasse kommt. Mal so als Beispiel. Also der Hero kann, wie gesagt, aus allen Klassen außer aus Champion kommen.
Und dann hast du noch die Tank-Klasse, die erklärt sich von selber, ist quasi zum Tanken da. So sieht wie die Bullet Sponge-Klasse, ne? Also da hat man so eine Eingliederung gemacht. Wir hatten einen sehr hohen HP-Wert, hohe Death, hohe Spats-Death und hat dann geguckt, wie man die am besten dort eingliedert. So dass jeder im Zweifel auch was findet. Man könnte jetzt auch sagen, okay, dann habe ich einen Mon, was eine hohe Death hat und dann suche ich nur eins, was eine hohe Spats-Death hat, dass ich quasi für alle Attackenarten irgendwas habe. Oder man hat einen Mon, was vielleicht alles sehr gut kann und insgesamt sehr, sehr gut in Death und Spats-Death ist, vielleicht die HP sogar noch, wie Umbreon zum Beispiel ist der perfekte Paradebeispiel für in allen Stats-Werten hoch. Wobei man da sagen muss, das HP, also wir haben auf alle, glaube ich, 105 Minimalwert auch hier gesetzt. Also mindestens 105 HP, Death oder Spats Death, dann können die dort landen. Tankklasse ist in der Regel auch eher passiver Natur, ne? So gliedert sich das System und ist eben so aufgebaut, dass man ein wirklich relativ ausbalanciertes Team hat von der Rollenverteilung her. Was man im Draft draus macht, wird man sehen, aber insgesamt hat man wirklich viel Spielraum, muss man sagen, weil es eben nie in dieses typische Tier-Schema fällt. Genau, das mal dazu. Wie sieht jetzt der Zeitplan aus? Also, angedacht ist, dass man also insgesamt soll die Liga, wenn man jetzt diesen Vorbereitungszeitraum und den Draft wegnimmt, quasi Kampfzeitraum, vom 1.11.21 bis 13.02.22 laufen. Die Anmeldung geht bis zum 22.10., damit man auch noch ein bisschen Tabellenpflege betreiben kann als Moderator, als Admin. Und der Live-Draft wird am Sonntag, den 24.10., vermutlich 16 Uhr stattfinden. Ist aufgeteilt in zwei Streams. Das heißt, wird alle beide Gruppen einen separaten Draft-Stream haben. Letztes Mal haben wir das zusammen gemacht, aber bei 24 Teilnehmern wird es dann doch zu viel und es dauert auch zu lange. Also da sind wir halt vielleicht hier in 3 Stunden durch. Bei der doppelten Teilnehmeranzahl hast du halt 6 Stunden zu verbuchen. Das ist zu lang für jeden Einzelnen, finde ich. Genau. Dann der Redraft schließt sich quasi an den Hauptdraft gleich an und dafür hat man dann 2 Tage Zeit, sich da nochmal zu überlegen, ob man noch was redraften möchte oder nicht, falls man gesniped wurde, etc. und es irgendwie verbasselt hat, dass mir noch irgendwas fehlt. Redraft 2 findet am 22., also in der Woche vom 22. bis 27.11. statt, was quasi die vierte Spielwoche ist, was bedeutet, ab Spielwoche 5 kann ich dann diese Redraft-Picks nutzen und Redraft 3 findet dann in der 7. Spielwoche statt, was bedeutet, ab Spielwoche 8, also für 8, 9, 10, 11, kann ich diese Picks dann nutzen, also am 13. bis 18.12., kurz vor Weihnachten quasi. Wir haben dann 2 Break-Weeks, die schließen sich quasi an die Weihnachtsfeiertage an, also die Weihnachtsfeiertage plus Neujahr sind halt Break-Weeks, weil da hat sich auch in der Vergangenheit herausgestellt, da hat halt keiner Zeit und Bock, logischerweise zu battlen. Und die Finalwochen quasi, die werden sich anschließen, quasi nach den Vorrunden, nach den 11 Wochen, sind wir vom 31.01. bis 13.02. in den Finalkämpfen. Das heißt, wir werden fast pünktlich zum 22.01. fertig, wo ja Legends of Arceus rauskommt. So, und das mal dazu. Was gibt es denn darüber hinaus noch zu sagen? Also, na, wie schon eingangs erwähnt, wir haben keine Playoffs diesmal, weil es sich herausgestellt hat, dass es im Prinzip teils ein unfaires System ist für so eine Liga, weil erstmal sein können, wir hatten das letzte Mal, war Rem zum Beispiel, der war die ganze Zeit over the top, sehr gut wie immer, hatte halt eine richtig scheiß Woche für seinen ersten Playoff-Kampf und war unkonzentriert, hast du am Kampf gesehen und dann lief alles Bach runter und das ist dann nie mehr stellvertretend zur Leistung, die er quasi in den Vorrunden gebracht hat. Deswegen wird es so sein, dass diejenigen, die quasi nach 11 Wochen auf Platz 1 und 2 sind in den jeweiligen Gruppen, werden den Gruppengesamtsieg unter sich ausmachen, also der erste und zweite Platzierte. Und derjenige, der dann gewinnt, weil die sind ja statistisch in der Regel sowieso die Besten, der dann gewinnt, tritt gegen den Gewinner der anderen Division an, um quasi den
den Ligasieg auszuspielen, also wer dann Champion wird. Und die Verlierer der Divisionsfinalkämpfe machen dann Spiel um Platz 3 untereinander aus. So wird quasi das System sein. Es wird kein Dynamax und Giga-Dynamax erlaubt sein. Wir haben keine Legis, keine Mythicals, keine Restrictions, die wir zulassen. Es wird drei Bans geben von Moves, nämlich Ally Switch, Fisher's Rant und Warpeak. Einfach aufgrund der Tatsache, dass das eigentlich Moves sind, die fürs Dynamax-Meta geschaffen wurden, die halt so exorbitant Schaden machen. Bei Dragozoid zum Beispiel mit Hustle. Bei hier dem Dracofish mit Strong Draw, Rain Boosted Band Stuff ist einfach zu broken. Wenn du da mal einen Switch in, wenn du nicht gerade Water Absorb oder so ein Kram hast, dann kann der Gegner vielleicht noch ein Weezing haben, dann hast du besonders Spaß. Wobei der Strong Draw nie aktiviert ist, aber ihr bekommt, glaube ich, eine Vorstellung, warum. Es sind nur die drei Sachen gebannt und halt keine Legis, keine Mythicals, keine Restricteds, kein Dynamax, kein Giga-Dynamax, fertig. Also recht simpel, sonst alles erlaubt. Das Punktesystem 2.0 erklärt sich quasi so, dass ihr, normalerweise ist es so, dass wir das immer so gehandhabt haben, und das war auch fair, auch wenn es manche nie verstanden haben, dass es pro Sieg einen Punkt gibt. So, du kriegst für Niederlage jetzt keinen Punkt abgezogen, was halt Nonsens ist, weil nur Punkte für eine 2-0-Niederlage ist halt auch kein Gewinn, so, ne? Deswegen, also pro Sieg einen Punkt, gewinnst du zwar, verlierst du 2-1, hast da trotzdem zum Beispiel einen Punkt mitgenommen, was finde ich auch sehr leistungsorientiert ist, weil du hast ja geschafft, einen Punkt dir zu ergattern. So. Damit aber nie wie in den letzten Seasons es so wird, dass wenn jemand ab Woche 5 oder 6 eigentlich schon quasi gewonnen hat, und die anderen keine Chance mehr haben, an ihm ranzukommen, dass er noch verlieren würde beispielsweise, gibt es so als Motivation, und falls du sich die ersten 4 Wochen verkackt hast, als Motivation die Möglichkeit, dass es einen Multiplikator gibt. Das heißt, zu dem zur 1, also zu 100%, die man bekommen würde, also 2 Punkte, addiert sich ab Woche 2 ein 0,2 dazu. Das heißt, 2 Punkte mal 1,2. Vierte Woche wäre, angenommen, du hast wieder 2-0 oder 2-1 gewonnen, ist ja im Endeffekt egal, hast du 2 Punkte. Und kriegst dann 2, also kriegst dann 2 mal 1,4, 2 mal 1,6, mal 1,8, mal 2,0 und so weiter und so fort, ne? So dass quasi man in den letzten Wochen rein hypothetisch am meisten Punkte erwirtschaften kann durch diesen Multiplikator. Ich glaube, es kam auch mal als Kritik, naja, wenn jemand 2-0 immer gewinnt, dann hat er ja, und quasi, und bei 2-1 kein Minus bekommt oder so und dann nur einen Punkt hätte eigentlich, weil er hat ja einen Kampf abgegeben, ist total unfair. Da sage ich immer, einzeln betrachtet ja, wenn du dir aber die Gesamttabelle anguckst, wiederum nee, weil derjenige, der ja den einen Punkt bekommen hat, kriegt er den einen Punkt. Das heißt, diese Balance quasi insgesamt wird ja am Ende prozentual wieder verrechnet. Das heißt, ob jetzt einer bei 2-1 einen Punkt kriegt oder 2 Punkte und der Gegner minus 1 anstatt 1, ist am Ende rechnerisch dasselbe. Deswegen machen wir das so simpel. Und wie gesagt, es soll nur so sein, falls jemand in den ersten Wochen ein bisschen verkackt oder es zu unspannend wird an der Spitze, dass man quasi nochmal einen Spannungspegel mit reinbringt, indem man immer noch die Chance hat, am Ende siegreich zu sein oder sich vielleicht zumindest den zweiten Slot irgendwie zu erspielen. Quasi so ein bisschen Schlag den Raab-System nur, also nie zu hoch gepusht, sondern noch in einem realistischen Rahmen gelassen. Könnt euch aber alles in der Tabelle anschauen, die natürlich verlinkt ist. Genau. Sowohl Draft-Reihenfolge wie auch Begegnungen wie auch Gruppenzulosungen wird halt per RNG-Generator ausgelost. Das heißt, da hat jeder dieselben Chancen und Möglichkeiten. Wer sich beschweren will, dann halt beim Random Number Generator. Genau. Alle Kämpfe werden als Best of Threes ausgetragen nach VGC-Regeln. Das heißt, es gibt halt trotzdem die Item-Clause und so was, die halt in VGC normalerweise gelten. Alles, was in VGC
gebannt ist, ist er hier gebannt. Oder was halt erlaubt ist, ist er hier erlaubt. Nur, dass wir, damit wir ein bisschen mehr Flair und Charakter reinbringen, Spitznamen erlauben wollen. Deswegen spielen wir nach Battle Tower Rules Doubles. Da ist zwar auch der Timer länger, of course. Was ich aber in der Liga, in der Draft Liga besser finde, weil da hast du doch mal ein bisschen mehr Bedenkzeit. Und es ist immer so ein bisschen mehr Back to the Roots, wo du noch einen längeren Timer hattest. Finde ich, ermöglicht einfach strategisch bessere Kämpfe als statt gehastete Knöpfchen drüber rein. Nur die Finals in den Divisions und das Gesamtfinale wird als Best of 5 ausgetragen. So. Es gibt für alle, die Videos hochladen wollen oder Kadervorstellungen machen wollen, ETC Videovorlagen. Das heißt also Vorlagen im Sinne von Templates, Layout, Thumbnails, bla bla bla. Die man auf dem Discord-Server dann bekommt über einen Link. Und für die ersten drei wird es Pokale geben. Jetzt hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt, dass die aktuelle Pokallage oder Preissituation für mich als Einzelperson schwierig zu stemmen ist und mich eher ruiniert. Deswegen habe ich mir was überlegt. Also bekommen die ersten drei bekommen nur noch Pokale. Ich musste auch ein bisschen umdenken, wie ich das quasi günstigeren Rahmen halte und es trotzdem cool ist. Und ich habe mir was Cooles überlegt mit einem deutschen 3D-Druckbetrieb. Lasst euch einfach überraschen. Ich finde es cool. Ich hoffe ihr auch. Ist ein bisschen was anderes. Ist natürlich dann so gesehen nicht mehr so edel wie so ein großer Glaspokal. Das muss man schon sagen. Aber dennoch was Cooles. Als Preis. Und natürlich soll ja allgemein sowieso der kompetitive Gedanke und der Spaß miteinander und das faire Miteinander, die Kämpfe im Vordergrund stehen. Das ist ja quasi nur das i-Tüpfelchen, um da was zu gewinnen. Genau. Und dann noch als kleine Randnotiz, es wird oder soll als kleine Promo-Aktion im Dezember ein Pen and Paper geben, nennt sich Turm der Champions, das quasi narrativ ein bisschen an diese Champions-Klasse anknüpft, mit einem relativ linearen, dreistündigen Pen and Paper-Abenteuer, was digital, also online stattfindet. Wir streamen das Ganze auch online auf YouTube mit 4 Spielern, einem Game Master und 2 NPC-Actoren. Die NPC-Actors und den Game Master haben wir schon, genauso wie 2 Spieler. Wenn ihr Interesse an Pen and Paper habt und auch unterhaltsam seid, wie ich es so ausdrücken, und in Rollen schlüpfen könnt, dann meldet euch bitte mal bei mir. Dann, ihr müsst nie mal an der Liga teilnehmen. Also wenn ihr das Video seht und denkt, ja cool, will aber jetzt doch nicht teilnehmen, aber habt quasi da schauspielerische Kompetenz, dann schreibt mich einfach mal auf Twitter an oder kommt auf den Discord-Server. Dann könntet ihr einer von den offenen 2 Spielern sein. Und genau, wird ein cooles Ding, denke ich. Wird auch spaßig, würde ich vermuten, so wie ich das aus. Es wird nicht zu langatmig und linear. Wird auch eher unterhaltsam. Also wer sich mit den Rocket Beans Pen and Paper ein bisschen auseinandergesetzt hat, der weiß ungefähr, was auf ihn zukommt. Das nur mal so als Randnotiz dazu. Und ich glaube, dann haben wir es. Was das betrifft, ich glaube schon, das können wir jetzt mal einblenden. Hab ich irgendwas vergessen? Können wir das? Mal hier. Genau. Das wäre im Endeffekt jetzt mal der kurze Wrap-Up. Ich bin echt eine halbe Stunde geblieben. Zur 6. Season der VDL. Wer noch weitere Fragen hat, in die Kommentare. Anregungen in die Kommentare. Kritik in die Kommentare. Wer mitmachen will, kommt auf den Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Das Google Doc ebenso. Und dann freue ich mich auf eine rege Teilnehmerschaft, auf coole Kämpfe, auf eine geile Season. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab Bock. Wir alle haben Bock, hoffentlich. Und dann sehen wir uns, denke ich, einfach mal auf dem Discord zuerst mal und im besten Fall dann beim Live-Draft und natürlich in der 6. Season der VDL. Also ich bin der Rex, ich bin raus, habt euch wohl, bis bald.